wenn du dir diese 6 Skills nicht aneignest, dann wirst du in deinem Leben niemals erfolgreich werden können. Und wenn du es nicht einmal schaffst, bis zum Ende vom Video dran zu bleiben und dir diese Skills zumindest einmal anzuhören, dann wirst du für immer bestenfalls Durchschnitt bleiben, aber wahrscheinlich nicht einmal das. Und ja, ich gebe zu, es ist nicht einfach, sich diese Skills anzueignen, aber wenn du dich zusammenreißt, durchziehst und dir diese 6 Skills nicht nur aneignest, sondern auch noch täglich verbesserst, dann wirst du mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit in deinem Leben erfolgreich werden. Wenn du also nach einem Video gesucht hast, welches dir ganz genau zeigt, wie du es schaffst, reich zu werden, dann herzlichen Glückwunsch, du hast es hiermit gefunden. Der erste Skill, den du in 2024 brauchst, um erfolgreich zu werden, ist Sales, beziehungsweise auf gut Deutsch gesagt verkaufen. Du musst gut verkaufen können. Kein Business und keine Selbstständigkeit kann erfolgreich funktionieren, wenn es nicht zumindest eine Person im Team gibt, die wirklich gut verkaufen kann. Eine Sache musst du verstehen, wir verkaufen immer und überall. Wenn du zum Beispiel einen Bro überzeugt hast, Döner statt Pizza essen zu gehen und das, obwohl er Pizza viel mehr mag, dann hast du erfolgreich verkauft. Denn verkaufen ist nichts anderes als überzeugen. Du musst lernen, Menschen zu überzeugen, denn nur so kannst du das bekommen, was dich deinen Zielen näher bringt. Wenn du also gerade noch ganz am Anfang stehst und gar nicht weißt, was du als erstes machen sollst, wo du überhaupt anfangen sollst, dann geh und lern verkaufen. Und ja, ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, denn genau denselben Tipp habe ich damals auch bekommen und ich wusste nicht wirklich, was damit anzufangen. Aber damit es dir nicht so geht wie mir damals, habe ich eine Möglichkeit geschaffen, wie du bereits heute anfangen kannst zu verkaufen. Und dafür brauchst du nicht mal ein eigenes Produkt. Nein, dafür musst du nur bis zum Ende vom Video dranbleiben, denn da zeige ich dir, welche geniale Möglichkeit ich für dich geschaffen habe, wie du mit dem Verkaufen beginnen kannst und gleichzeitig dabei auch noch dein erstes Geld verdienst. Das heißt, du lernst den wichtigsten Skill in 2024 und verdienst dabei dein erstes Geld. Wir machen weiter mit dem zweiten und sehr wichtigen Skill, den du brauchst, um erfolgreich zu werden. Lerne, Nein zu sagen. Und das ist der underratedste Skill in der gesamten Liste. Denn so einfach er auch klingt, die allerwenigsten Menschen auf der gesamten Welt beherrschen diesen Skill. Doch vor allem in der heutigen Zeit ist dieser Skill wichtiger denn je. Es war nämlich noch nie so einfach wie heutzutage, vom richtigen Weg abzukommen, weil es einfach viel zu viele Ablenkungen auf dieser Welt gibt. Sagen wir, du hast dir ein Ziel gesetzt und einen konkreten Plan aufgestellt, wie du zu diesem Ziel hinkommst. Auf einmal kommen deine Freunde um die Ecke und fragen, ob du am Wochenende mit ihnen rausgehen willst, in den Club gehen und dir so richtig schön die Kante geben willst, dann gibt es ja noch Instagram Reels und TikToks voll von 3/4 nackten Frauen, die pure Ablenkung sind, Content, der dich komplett verblöden lässt und komplette Zeitverschwendung ist, 100 verschiedene weitere Businessmodelle, die dich von deinem eigentlichen Ziel einfach nur ablenken und einfach vom Ziel abhalten. Der eine mit Millionär durch E-Commerce, der andere macht Social Media Marketing, YouTube Automation gibt es ja auch noch, aber was eigentlich mit Crypto Trading und Meme Coins? Es gibt einfach viel zu viele verschiedene Businessmodelle, die dir 24/7 in den Insta-Reels, in den TikToks begegnen. Du darfst dich von solchen Sachen nicht ablenken lassen. Du musst den Fokus behalten, du musst den Fokus auf deinen Zielen behalten und auf deinem Plan, der dich zu deinen Zielen führen wird. Und auch wenn du es jetzt noch nicht merkst, sobald du dich auf dein Ziel fokussierst, sobald du anfängst, deinen Plan in die Tat umzusetzen, werden 24/7 Ablenkungen in deinen Alltag kommen. Ablenkungen, die dich einfach von deinem Ziel abhalten wollen. Du musst lernen, Nein zu sagen. Egal wie verlockend sie sind, und du kannst mir glauben, sie werden unglaublich verlockend sein. Diese Ablenkungen werden teilweise so verlockend sein, dass du dein Ziel aus den Augen verlierst. Aber das darf nicht vorkommen. Du musst deinen kühlen Kopf bewahren und straight auf dein Ziel zugehen. Und wenn du mehr von solchem wertvollen Content sehen möchtest, dann lass einfach ein Abo und einen Daumen nach oben da, denn es sind nur 2 ganz kleine Klicks für dich, aber etwas sehr Besonderes für mich. Und wir machen weiter mit dem dritten Skill, Social Media bzw. Content kreieren. Wenn du diesen Skill wirklich meisterst, also lernst, viral zu gehen, virale Videos zu produzieren und das unabhängig von der Nische, ganz egal in welche Nische man dich reinwirft, du kannst da anfangen, Content zu produzieren und viral zu gehen. Wenn du das drauf hast, dann wirst du immer, wirklich immer ausnahmslos eine Möglichkeit finden, Geld zu verdienen. Denn genau das war der Fall bei mir. Und ich könnte dich jetzt weiterhin mit Theorie vorlabern oder ich lasse einfach die Zahlen für sich sprechen. Also wir starten rein. Es gibt jetzt ganz transparent für euch meine Social Media Einnahmen. Am Anfang meiner Social Media Karriere, also relativ am Anfang, wo ich schon so ein bisschen die erste Reichweite aufgebaut habe, aber noch nicht wirklich guten Content gemacht habe. Denn ich hatte keinen Plan von der richtigen Strategie. Ich habe einfach irgendwas hochgeladen. Konnte ich dennoch schon mein erstes Geld verdienen. Mit 700 bis 1000 Euro war es auch nicht schlecht. Ich habe durch Personal Online Coachings im Fitnessbereich, also Trainings, Ernährungspläne, ja, relativ gutes Nebeneinkommen erzielen können. Aber das war erst der Anfang. Weiter ging es dann mit langfristigen Kooperationen wie ESN oder OAS, wo ich im Monat provisionsbasiert 3.000 bis 6.500 Euro verdient habe und das ist definitiv kein schlechtes Geld. Aber je mehr ich gewachsen bin, desto mehr neue Möglichkeiten haben sich für mich ergeben, desto mehr Türen haben sich für mich geöffnet, weil ich weitergemacht habe, nicht aufgegeben habe, weitergekämpft habe, jeden Tag besser wurde. Ich habe dann für einmalige Kooperationen, wo ich zum Beispiel ein Reel gemacht habe und 1-2 Stories, 1000 Euro aufwärts bekommen für ein Video. Das ist eigentlich so crazy,
aber so simpel, wenn man einmal den Dreh raus hat. Danach kamen noch die TikTok-Einnahmen dazu. Wo das neue TikTok-Creator-Programm rausgekommen ist, konnte ich über 10.000 Euro im Monat nur durch TikTok verdienen. Und das, weil ich den einen Skill gemeistert habe, weil ich gelernt habe, Content zu produzieren, viral zu gehen. Und da habe ich dann auch in verschiedenen Nischen Content gepostet, einfach Hauptsache viele Klicks mitgenommen, viel Geld mitgenommen. Weiter geht es mit Social Media Marketing für Unternehmen. Eine neue Tür, die sich öffnet. Dadurch, dass ich Marketing beherrsche, dass ich virale Videos produzieren kann, kann ich es Unternehmen anbieten. 2.500 Euro im Monat nimmt man da auch gerne mit. Und das war lange noch nicht alles, denn wir kommen erst jetzt zu meinem Herzensprojekt, zu Impact Media. Und hier würde ich die Einnahmen ungern leaken, weil es noch relativ frisch ist. Aber ich glaube, jeder kann sich ungefähr selber ein Bild davon machen. Denn die Gratis-Version von Impact Media haben sich mittlerweile über 3.100 Leute gegönnt. Jetzt könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viele davon dann die Kostenpflichtige geholt haben. Werde ich euch irgendwann wahrscheinlich auch zeigen, aber jetzt erstmal nicht. Das, was ich hiermit sagen will, ist, wenn man diesen Skill meistert, dann wird man immer eine Möglichkeit finden, Geld zu verdienen. Ich habe dadurch 1, 2, 3, 4, 5 gute verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise 6 gute verschiedene Möglichkeiten gefunden, Geld zu verdienen. 6 verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Nennen wir noch einen anderen Skill, wo man dann auf 6 verschiedene Wege Geld verdienen kann. Das gibt es kaum, das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Deswegen ist Content Kreieren so unglaublich wichtig und jeder, der wirklich erfolgreich werden möchte, muss diesen Skill erlernen. Und bevor wir zum vierten Skill kommen, der by the way auch sehr underrated ist, wenn du genauso wie die zahlreichen anderen Mitglieder von Impact Media profitieren möchtest, dann schreib einfach Geld verdienen in die Kommentare und ich schicke dir den Link mit dem kostenlosen Zugang zu Impact Media. Kommen wir aber zum vierten Skill. Kontakte knüpfen. Du musst lernen, Kontakte zu knüpfen. Und dieser Skill geht Hand in Hand mit dem zweiten Skill. Denn Kontakte knüpfen heißt auch Nein zu sagen zu allen Menschen, die dich im Leben nicht weiterbringen. Und vor allem zu allen Menschen, die dich im Leben von deinen Zielen abhalten. Du musst dann lernen, hart zu sein und Nein zu sagen. Denn dein Network ist dein Net Worth. Diesen Spruch hast du bestimmt schon einmal gehört und er ist so unglaublich wahr. Ich sage dir sogar noch mehr, wenn man mich vor die Wahl stellen würde, entweder ich verliere meine gesamten Kontakte, aber behalte dafür mein gesamtes Geld und mein Geld wird sogar verdreifacht oder vervierfacht, verfünffacht, ganz egal. Oder ich verliere mein gesamtes Geld, bin bei Null, aber ich habe alle meine Kontakte, die ich jetzt habe, dann würde ich zu 110% mich für die zweite Option entscheiden. Denn die Kontakte sind so viel mehr wert. Und das Geld kann man sich dann verdienen. Das Geld kann man vor allem durch die Hilfe von den ganzen Kontakten, die du hast. Je größer dein Netzwerk an Leuten ist, die dich im Leben voranbringen, desto einfacher wird es für dich, dein Geld zu verdienen. Das Geld kannst du dann ganz einfach verdienen. Aber wenn du deine Kontakte verlierst, beziehungsweise wenn du das gar keine Kontakte hast, dann sieht das Ganze sehr schlecht aus. Und jetzt fragst du dich natürlich, wie soll ich denn wertvolle Kontakte finden? Alle in meinem Umfeld haben nichts in ihrem Leben erreicht, wollen nichts in ihrem Leben erreichen, sind die ganze Zeit nur am Chillen. Ich habe niemanden, der mich irgendwie pushen würde. Und mir ging es genauso. Also zu Schulzeiten ging es mir 1:1 genauso. Aber da habe ich einen 2-Schritte-Plan für dich. Der erste Schritt ist, arbeite an dir selbst. Arbeite an deinen Zielen und dann ziehst du automatisch die richtigen Menschen in dein Leben an. Und der zweite Schritt ist, sobald du anfängst, die richtigen Menschen anzuziehen, dann halte sie in deinem Leben. Halte diese Menschen in deinem Leben. Wenn du gute, wertvolle Kontakte hast, selbst wenn du nicht oft was mit denen machst, mach ab und zu was mit denen, schreib ab und zu mit denen, hab Kontakt mit denen, dass sie auch wirklich deine Kontakte bleiben und hilf denen auch. Wenn sie mal Hilfe von dir brauchen, dann hilf denen. Verlang nichts dafür, hilf denen einfach. Denn genauso wie du ihnen hilfst, werden sie auch dir dann irgendwann im Leben helfen können. Der fünfte Skill, den du brauchst, um erfolgreich zu werden, ist, lerne zu investieren. In erster Linie in dich selbst und in dein eigenes Unternehmen. Aber dann natürlich auch, indem du Geld zur Seite legst und es dann zum Beispiel in Gold, ETFs, Krypto oder Aktien investierst. Hier ist es aber extrem, extrem wichtig. Informier dich davor darüber. Informier dich, was du investierst, also in was du investierst, wie viel du investierst und wann du rausgehst mit deinem Investment oder ob du überhaupt rausgehen willst. Denn ansonsten passiert dir genau derselbe Fehler, der mir passiert ist. Ich habe über 5.300 Euro in Krypto verloren. Einfach, weil ich einfach mir gedacht habe, ey, ich bin 18 geworden, ich kann Krypto einkaufen, ich habe Geld beiseite gelegt. Nice, ich kaufe Krypto, das wird steigen, das wird durch die Decke gehen. Was ist passiert? Das ist gefallen. Ich habe natürlich Angst bekommen, ich habe was ausgezahlt, dann ist wieder gestiegen, dann bin ich wieder reingegangen. Und sowas ein komplettes Durcheinander. Hätte ich zumindest einfach regelmäßig eine bestimmte Summe eingezahlt, dann würde jetzt mein Portfolio ganz anders aussehen. Deswegen, du brauchst eine konkrete Strategie und nicht mit Emotionen handeln, sondern immer nur rational handeln, was Investments angeht. Nur rational handeln. Und dann wirst du auch klug investieren können. Dennoch solltest du nicht deinen gesamten Fokus auf Investments legen, denn vor allem am Anfang werden dich Investments nicht reich machen. Die werden dich insgesamt nicht reich machen. Damit hier aber keine Missverständnisse entstehen, schau am besten mein vorheriges Video an, wenn du mit diesem Video fertig bist, denn da habe ich es ganz genau erklärt, warum Investments dich nicht reich machen und warum du in den ersten Jahren deiner Selbstständigkeit das ganze Geld in dich selbst und in dein Unternehmen investieren solltest. Aber ich erkläre es mal kurz und knapp.
Wenn du wenig Geld verdienst, kannst du wenig Geld investieren und dieses Geld würde dich nicht reich machen. Das heißt, du musst dich auf dein aktives Einkommen fokussieren, auf die Dinge, die dir wirklich aktiv Geld einbringen, denn je mehr Geld du verdienst, desto mehr Geld kannst du investieren. Fokussiere dich darauf, dass du anfängst, 10, 15, 20.000 Euro im Monat zu verdienen, denn dann kannst du auch 1.000, 1.500, 2.000 Euro zur Seite legen und nicht, wenn du 500 Euro im Monat verdienst, 50 Euro zur Seite legst, denn ja, dann wird es sehr, sehr lange dauern, bis du überhaupt irgendein passives Einkommen dir aufbauen kannst. Das heißt, lerne klug zu investieren, aber vor allem klug in dich selbst und in dein eigenes Unternehmen zu investieren. Denn das sind die zwei Investments, die dich mit Abstand am weitesten voranbringen werden. Und last but not least, Skill Nummer 6. Lerne zu delegieren. Es war noch nie so einfach wie in der heutigen Zeit, Dinge zu delegieren. Und du musst Dinge delegieren, um erfolgreich zu werden. Denn du kannst nicht alles selbst erledigen, denn dann bist du für immer selbstständig. Wir wollen nicht in der Selbstständigkeit gefangen sein, denn selbstständig heißt ja, dass du selbstständig immer etwas machen musst, um Geld zu verdienen. Wir wollen irgendwann mal rausgehen, sodass deine Sachen ohne dich automatisch laufen. Und das geht nur, wenn du schaffst zu delegieren. Und heute durch das Internet kann man so leicht Dinge delegieren. Du findest so leicht Leute, die dir diese Dinge abnehmen können. Aber damit du überhaupt weißt, welche Dinge musst du abgeben, welche Dinge musst du selber machen, welche Dinge kannst du zum Beispiel komplett streichen, musst du erstmal für dich festlegen, für dich individuell, für dein Unternehmen, für deine Tätigkeit, was sind deine A-Aufgaben, also Aufgaben, die extrem wichtig sind. Wenn die nicht gemacht werden, dann verdienst du kein Geld, dann kommt einfach kein Geld rein. B-Aufgaben, die sind wichtig, die sind relevant, spielen schon eine Rolle, aber wenn sie jetzt nicht gemacht werden, dann geht die Welt davon nicht unter. Du verdienst weiterhin Geld, es klappt alles, aber ein paar Prozesse laufen dann halt nicht optimal ab. Und C-Aufgaben, eigentlich Aufgaben, die komplett irrelevant sind, die du aus irgendeinem Grund machst oder einfach nicht gecheckt hast, dass du sie streichen kannst. Das heißt, C-Aufgaben, nachdem du wirklich definiert hast, was für dich die C-Aufgaben sind, streichst du komplett. Die sind egal, spielen keine Rolle. B-Aufgaben delegierst du, weil oft sind B-Aufgaben auch die Sachen, die nicht unbedingt deine Stärke sind. In meinem Fall war es zum Beispiel das Videocutten. Alles delegiert. Alle Videos wären für mich gecuttet. Ich mache das nicht mehr selber. Dafür würde viel zu viel Zeit weggehen. Dafür könnte ich nicht selber Content auf so vielen verschiedenen Plattformen und Accounts bringen. Und die Aufgaben machst du erstmal selber. Bis du dann irgendwann auf so einem Niveau angekommen bist, dass du auch die Aufgaben delegieren kannst. Aber bis dahin machst du die ersten Jahre erstmal die Aufgaben selber und legst 100% Fokus auf die A-Aufgaben. Und genau das Prinzip ist der Schlüssel zur maximalen Produktivität. Also musst du es nicht nur verstehen, sondern auch tagtäglich in deinem Leben anwenden. Und ich sage dir schon mal von ganzem Herzen Danke, denn indem du bis zum Ende vom Video dran geblieben bist, hast du mir einen kleinen Gefallen getan, ja, aber du hast vor allem dir einen riesengroßen Gefallen getan. Denn jetzt kennst du die 6 Skills, die du brauchst, um erfolgreich zu werden. Und ich hoffe, du wendest sie in deinem Alltag an. Ich hoffe, du meisterst mit der Zeit diese Skills und verbesserst sie tagtäglich. Denn sie werden nie perfekt sein. Du wirst immer ein Stückchen besser sein können in jedem einzelnen Skill. Und genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und damit du schon heute sofort in die Umsetzung gehen kannst und anfangen kannst, den ersten und so wichtigen Skill, das Verkaufen, zu lernen, habe ich eine Möglichkeit für dich geschaffen. Ich habe ein Produkt für dich kreiert, welches du verkaufen kannst. Und du bekommst dafür eine sehr, sehr gute Provision. Das Produkt ist Impact Media, die perfekte Videoanleitung, die anderen zeigt, wie sie Step by Step es schaffen, mit simplen TikTok-Videos Geld zu verdienen. Indem du diese Videoanleitung vermarktest, lernst du nicht nur den extrem wichtigen Skill, das Verkaufen, sondern auch den extrem wichtigen Skill, das Content kreieren, und dafür wirst du auch noch bezahlt. Du bekommst 25% Provision für den monatlichen Einnahmen. Das heißt, du kannst dir ein passives, richtig gutes Einkommen aufbauen, denn die Einnahmen sind wiederkehrend, die kommen immer wieder. Und das ist so unglaublich genial. Also nimm diese Chance einfach an. Wenn du jetzt eben von dieser Chance profitieren möchtest, dann schreib mir eine Mail an wichtig.impactmedia@gmail.com. Ich blende hier die E-Mail ein mit einer kurzen Bewerbung. Stell dich vor, wer bist du, wie alt bist du, was machst du, was sind deine Ziele im Leben, warum schreibst du diese Bewerbung, was möchtest du erreichen und was sind deine Skills, was kannst du bereits schon gut machen. Und dann suche ich mir die besten Leute raus, mit denen ich langfristig zusammenarbeiten möchte und die dann langfristig von Impact Media extrem profitieren werden.